Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, wie ich glaube, wie ich denke, ich weiß es nicht, PugEtect. Wir befinden uns in der Alpha 3. Nee, nicht Punkt, sondern 3a. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel wird. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt mehrere Folgen werden, ob das eine erstmal angezockte Folge wird, weil wenn ich das richtig sehe, gibt es nur einen Sandkastenmodus. Also ich spiele komplett blind. Ich glaube, ich habe ungefähr, also wenn ich übertreibe, vielleicht 5 Minuten Gameplay gesehen. Und ich habe hier erstmal in den Optionen ein bisschen rumgespielt, die Musik ein bisschen angepasst, damit das hier nicht in die Ohren ballert. In der Steuerung habe ich gar nichts verändert. Ich hoffe, ich muss das auch nicht. Ansonsten gerne Tipps und Anregungen in die Kommentare. Ich habe an der Grafik nicht viel geändert und ich habe auch noch keine Mods. Es soll wohl einige Mods geben. Vielleicht schaue ich mir die bei Gelegenheit auch einfach nochmal an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Park. Texel Raptor. Ich bin gespannt, wenn ich das richtig sehe und weiß, dann wird es wohl kein Tutorial geben. WASD, oh, das geht aber schnell hier mit E und Q, okay. So wie es aussieht, kommt jetzt irgendwie nichts von wegen herzlich willkommen in deinem ersten Park oder so. Fortsetzen, alles klar. Was haben wir hier? Kleine Infos. Starte ich einfach, oder? Ist geöffnet. Obwohl hier noch nicht viel am Start ist. Oh, also ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, man soll sich ja mit Spielen eigentlich vorher auseinandersetzen. Ich habe mich insofern damit auseinandergesetzt, dass ich gesehen habe, dass das Spiel extrem gut ankommt. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch einfach mal in die Runde. Wir haben 25.000 hier. Münzen. Womit starten wir denn? Wir starten, glaube ich, mit so einem... Nee, mit normalem Karussell. Gleich hier am Eingang. Dann haben die gleich mal was zu tun. Ich will mal gucken, wie das mit den Eingängen, also mit der Warteschlange und so, gleich funktioniert. Ah, das kommt schon automatisch. Ich lege die mal da hin. Das wird ja der Eingang sein. Und das wird ja der Ausgang sein. Und dann muss ich wahrscheinlich noch irgendwo einen Weg anlegen. Wege. Warteschlangen. Mitarbeiterwege. Ah, okay, cool. Kommt das hin? Ah ja, ist auch halbwegs, ne? So, das Ding ist noch geschlossen. Kann ich es einfach öffnen? Oh, das war die Farbe. Das soll nicht öffnen. Hier unten. Zack, geöffnet. Okay, ein Preis wird nicht empfohlen. Okay, Mitarbeiterwege würde ich jetzt auch noch nicht überbewerten und ich lasse erstmal hier diesen Standardweg. Und die gehen direkt rein. Zack. Welche Infos haben wir denn so? Okay, wir haben hier eine Kamera, das heißt Folgen. Mal gucken wir gleich mal. Einstellungen. Okay, da kommt kein Fahrgeschäft, das ist eine Farbe, okay. Achso, da kann ich die Farben hier auswählen. Das Ro. Ja, okay, alles klar. Komprende. So, Musik, okay. Sicherheit, Wartungsintervall. Okay, das ist genauso wie bei Rollercoaster Tycoon. Mindestwartezeit 10 Sekunden. Mach mal ein bisschen höher. Höchstwartezeit. Warten auf halb voll. Runden 3, okay. Das lassen wir mal standardmäßig drin. General Stats. Erbaut im Januar Jahr 0. Okay, Favoriten ist noch nicht alles übersetzt, offensichtlich. Die deutsche Version habe ich ja eingestellt. Zufriedenheit 50%. Okay, ich will mal einmal auf Folgen. Okay, nee. Ich habe gedacht, er macht es auch so ähnlich. Dass er halt. Dass du quasi einmal mitfährst. So, wir haben hier Bill Benson. Gucken wir uns auch mal ein bisschen genauer an. Okay, ich könnte den aufheben, alles klar. Ich könnte auch dem folgen. Okay, dann geht er aber halt da nur so mit. Aber nicht in der First Person. Inventar, alles. Ah, okay, cool. Okay, interagieren kann ich damit aber nicht. Hat Karussell betreten, alles klar.
Statistiken, Zufriedenheit, Müdigkeit und Hunger. Okay, alles klar. Gut. Dann bauen wir mal hier die ersten Dinge, die hier auch ein bisschen Kohle vielleicht bringen. Was heißt das? Ah! Genau, das hatte ich noch gesehen gehabt. Ich habe noch keine Mitarbeiter, glaube ich, ne? Ich glaube, das wird so ein bisschen mein Problem sein. Ich hoffe, dass die Preise erstmal soweit stimmen hier. Kurz gucken. Das wird wahrscheinlich... Okay, das ist da irgendwie da. Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Können wir da Mitarbeiter? Personalverwaltung. Wir haben keinen Hausmeister, keine Träger. Ich stelle mal... Ah, die Sims. Ah, okay, den habe ich... Das habe ich... Okay. Nicolas Scott. Wo ist er denn? Kommt er noch, oder? Okay, ist ein bisschen ungewohnt, dass man hier nicht am Rand einsteigen kann. Zack. Warum? Hä? Warum? Wieso geht denn der weg? Wandert umher. Keine Zone ausgewählt. Achso. Er wollte wahrscheinlich seinen Kumpel hier abholen. Die Lydia. Die soll ihm helfen. So. Mechaniker brauchen wir vielleicht... Wir nehmen einen... Ja, genau. Einen Hausmeister. Ein Mechaniker, sicherheitshalber schon mal. Sicherheitsdienst nicht. Entertainer auch noch nicht. Was gibt's denn hier so? Oh, ganze zwei. Und Aufgaben. Mitarbeiter sind automatisch drin, ja. Alles klar. Rätselvorrat bestellt, Kosten. Alles klar. Damit kann ich dann zumindest gucken, wie wir den Preis hier einnorden. Und sehe ich hier... Ich möchte mit etwas Rasanterem fahren, ja. I want to go on Karussell. Ja. Wer sagt das nicht? Okay, aber ich habe hier kein Gefühl für... ob sich das rentiert bei einem Dollar. Ich habe so gerade noch das Gefühl, als wenn immer überall einfach erstmal ein Dollar steht. Okay. So, haben hier schon welche? Ja. Einer hat schon... Oh. Vorrat. Warum steht er denn nicht bestellt? Profit steht da, okay. Salz. Ah. Okay. Es ist Geld echt wert, okay? Sehr gut. Wir tasten uns erstmal langsam ran. Geldautomat. Ja, ist immer wichtig. Der ist von allen Seiten. Oh, dann machen wir das doch. Wir machen das so. Das kann man das... Ja, sehr gut. Das kann man auch verschieben. Dann verschieben wir das mal hier so. Zack. Dann können wir doch bestimmt auch irgendwie sowas... Personalraum. Oh, okay. Aber den bauen wir hier. Kann ich drehen? Wie drehe ich denn den? Mit Mausrad nicht? Rechte Maustaste? Nope. Das ist hier QE. Was, jetzt, guck mal, jetzt hat er das nach oben gemacht, aber... okay, weil er es immer automatisch an einem Weg ranbaut. Alles klar, pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Wir haben ja irgendwie so ein Personal... Mitarbeiterweg heißt der. Den baue ich mal so. Weil wir wollen ja den Platz hier optimal nutzen. Muss ich mich an den... Pfeil orientieren? Ich kann das... Da ist auf jeden Fall eine Tür. Dann müsste ich ja rein theoretisch so das bauen. Kann ich das... Ich hoffe, das geht. Ich glaube nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, wir haben ja schon hier richtig wenig gebaut bis jetzt. So, Fahrgeschäfte. Achterbahn. Oh, ah, doch, es gibt vorgefertigte. Sehr gut. Transportbahn, sehr nice. Ein Geisterhaus. Mit G-Lock. Motion. Spiralrutsche ist immer sehr gut angekommen bei der. Bei Rollercoaster. T-Tasten kommen. Wir machen mal hier das nächste Ding. Ich mach das small. Da könnte der Ausgang. Nervt ein bisschen, dass es
immer in der Mitte startet. Vielleicht speichert er sich das jetzt so. Ich baue gerade unglücklich, glaube ich. Dann Wiege, Warteschlange. Kriegt er das, wenn ich jetzt so... Ja. So, so, so. Und... Was ist das hier für ein... Wird getestet. Aha, nö. Geöffnet. Und Einstellung. Musik nichts. Aha. Auch, wobei mir die Musik hier auch so ein bisschen... Okay, sieht. Mindestwartezeit. Erhöhen wir gleich wieder ein bisschen. Runden 5. Okay. Auf halb voll warten wir. So, wie sieht denn, wie dicht können wir denn ran? Okay, das ist schon sehr dicht. Ja, ungewohnt halt, dass man nicht mit der Maus steuert. Also hier nicht, ne, am Rand und... Ist ihm das so teuer? Wandert umher. Der war doch schon drin. Er ist geizig, okay, alles klar. Achso, apropos geizig, ist hier wieder automatisch ein... Ne, 1,50, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass das immer schon so eine kleine Empfehlung ist. Wir haben Brezeln, wir machen mal Bubble Tea. So. Fressmeile. Also sehe ich das richtig? Der ist da nicht reingegangen. Ist er nicht reingegangen, weil er keinen Bock hat oder weil er nicht reingekommen ist? So, können wir das auch verschieben? Baupläne. Eieiei. Das sieht ja nice aus. Oh, wobei, das sind ja nicht so viele. Ich glaube, da muss man dann mehr nochmal von Steam sich dann holen. Terraforming, okay. Das ist ja einer meiner Lieblingsaufgaben. Also wer Rollercoaster Tycoon bei mir verfolgt hat, weiß, dass es wirklich was ganz Besonderes ist. Okay, warte mal. Wie kann ich denn dieses Objekt hier auswählen? Klicken bringt nichts. Oh. Aha, rechte Maustaste, ist es direkt weg. Das wird mir wahrscheinlich häufiger passieren. Das mal hier. Ich glaube, das interessiert ihn schon, ob ich da, ob der Weg ankommt oder nicht. Ja, guck mal, da ist jetzt alles klar, man sieht es jetzt auch. Also, fast. Wenn ich die Ecke davor sein würde. Oh Mann, ey. Schade, dass man nicht. Vielleicht finde ich das ja noch raus. Kann man hier. Nee. Visualisierung, nee. Haus. Okay, ich dachte gerade, da geht ein. Huch. Müde. Ah, apropos müde. Oh Gott. Ich muss ja so viel machen hier gerade. Wir müssen bestimmt irgendwelche Bänke. Zäune. Dächer. Borders. Das sind ja nur Requisiten. Formschnitt, Felsen. Ach, hier. Oh. Eine Bonk. Wir bauen hier eine Bank hin. Sind echt schon ein bisschen kaputt hier. So, da können wir keine Bank hinsetzen. Können wir da genau da? Ah ne, da ist ja der Eingang. Hier würde ich gerne eine Bank hinsetzen, geht aber nicht. Gut, dann lassen wir das. Dann machen wir das hier. Dann können die sich da ein bisschen ausruhen. Lampe, würde ich sagen, brauchen wir eventuell wahrscheinlich erstmal nicht. Ein TV. Wird wahrscheinlich noch keinen Einfluss haben. Mülleimer, Knochen. Aha, Mülleimer. Mülleimer für 3. Können wir hier noch irgendwo? Wo können wir noch? Da vielleicht. Ah, jetzt hier wieder rechte Maustaste. Oh Gott, das wird mir, glaube ich, noch häufiger passieren. So. Rechte Maustaste, da fragt er nicht, da haut er das Ding direkt weg. Gut, dann können die sich ein bisschen ausruhen. Was können wir denn noch so Schickes machen? Lampe. Oh Mann, ey. So, verschieben.
Die Warteschlange. Was filmt, also was spielt der da ab? Wenn ich da einen Fernseher hab. Naja. Wird schon seinen Zweck erfüllen. Wie sieht das denn hier aus in den Geschäften? Ich will gerne Bubble Tea, aber Bubble Tea hat nichts mehr vorrätig. Ah, okay, das war gleich zu Beginn. Ist das Geld echt wert? Sehr gut. Kosten. Oh. Ah, wie nice. Das ist ja geil. Kann man das so sehr individuell einstellen? Das ist cool. Oh, warte mal. Das war ja gerade mal kostendeckend, ne? Guck mal, der Verkauf. Ah, nee. Der okay, Profit. Warum steht der Profit 2? Ist nicht. Profit ist doch Kosten minus Einnahmen. Das ist der Gewinn. Gut. Ja. Also wir gehen natürlich hier. Oh. Oh, es regnet sogar. Das haben die schon drin. Okay, die brauchen jetzt wahrscheinlich auch Regenschirme oder so. Kann das sein? Können wir Regenschirme bauen? Also, nicht Regenschirme, aber ein Infokiosk wahrscheinlich. Toiletten! Oh, schön, dass wir noch keine Toiletten haben. Wir machen erstmal ein Infokiosk. Mal Toiletten, ne? Toiletten macht Sinn. Regenschirme! Oh, schön übersehen gerade. Ah, und die müssen auch noch geliefert werden. Sehr gut. Sehr professionell. Sehr gut. Und, ja. So, Geldautomat. Chinese Food. Burger. Mini Donuts. Limonade. Toilette nicht vergessen. Schön neben dem Infostand. Bisschen dunkel, ne? Jetzt, wo es ein bisschen regnet. Wenn wir Lampe Eisen, Lampe Holz, Lampe. Kann ich die überall hinbauen? Was ist das denn? Ach, oh, super. Nimmt er das weg. Naja. Die bringt ja richtig Licht. Gut, Deko lassen wir erstmal. Schnell Pflanzen, Blumen. Jo, noch relativ entspannt der Park hier. So, Eintrittspreis haben wir noch relativ niedrig. Was haben wir denn hier so? Februar, März, April. Hier haben wir April, alles klar. Die Läden machen minus 101. Okay, die wurden natürlich erstmal alle bestückt. Die Fahrgeschäfte machen schon ein bisschen Kohle. Andere ist Personal wahrscheinlich, ne? Parkeintritt, minus Bau, okay, minus Gehälter, alles klar. Land brauchen wir noch nicht kaufen. Insgesamt, ja, machen wir gut minus jeden Monat. Okay, die holen sich jetzt alle erstmal einen Regenschirm. Kann ich auch die Farbe verändern vom Regenschirm? Boah, der ist aber teuer. Aber ist das Geld wert, okay. Man kann leider die Farbe nicht verändern. Übelkeit. Toilette. Ist das jetzt... Ist jetzt da schlecht? Das sieht so... Okay, nee, das ist dunkel. Ich habe so kleine Rot-Grün-Schwäche. Das ist ja eher noch grünlicher als das hier. Okay, alles klar. Genau, das wird... Zufriedenheit sinkt. Nee. Doch. Sinkt und das wird positiv. Okay, keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Wir bauen Personalraum hier nur. Ich finde aktuell noch schade, dass sich das nicht weiterentwickelt. Ich finde das immer ein bisschen schöner, wenn du mit irgendwas anfängst und andere Sachen dann halt freischalten musst. Und wenn du gleich von Anfang an alles bauen kannst, finde ich es tatsächlich immer so ein bisschen unglücklich bei solchen Spielen. So, Eingang. Machen wir hier. Ausgang da. Wiege. Da. Okay. Ah, okay.
Okay, hier kann ich das drehen. Ob ich das Gebäude hätte auch drehen können? Das gucke ich mir auch gleich nochmal an. Was ist das denn? Tooltip wäre cool. Sieht doch genau aus. Ganz genau so. Alles klar. So, geöffnet ist es noch nicht, die ganze Geschichte hier. Zack. Wie viel passen da rein? Steht das irgendwo? Ich meine, wenn ich es kaufe, steht das irgendwo. Aber steht das jetzt hier auch nochmal irgendwo? Runden eine. Hm. 2,50. Toppeltower. Wie steht die, wie viele da reinkommen? Mal hier gucken. Ich glaube, aber hier. Ne, 6x6 nur. Aber wie viele da reinpassen, steht da nicht. Hm. Jetzt kommt das Ding nicht mehr so gut an hier. Oh, okay, hier sehe ich, dass da einige reinpassen. Aber schade, dass hier jetzt nicht steht, wie viele, oder sehe ich das nicht? Kunden. Oh, nice. Okay, also Resümee der ersten Folge. Nett. Mir fehlt so ein bisschen dieses Kampagnenspiel. Das mag ich wirklich sehr. Deswegen glaube ich, dass es erstmal noch kein Let's Play wird, sondern eher ein Angezockt. Weil tatsächlich mag ich das nicht, wenn du direkt alles hast. Also ist auch mal nett, ne? So Sandkastenmodus zu spielen, um mal zu gucken, wie, ne, was kann man so machen und ist das cool oder nicht. Dennoch, ich liebe Kampagnenspielen und ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Ich meine, ich hab's ja jetzt und ich guck mal, die Karte ist ja auch alter Verwalter, die ist ja gar nicht mal so klein. Ja, also es hat auf jeden Fall Potenzial. Es ist besser als Rollercoaster Tycoon World auf den ersten Blick. Ich mag diese Grafik. Oh, hier stehen die echt gut an. Ja, also wie gesagt, ich glaube ein Let's Play sofort wird es noch nicht geben. Das wird jetzt irgendwie erstmal so ein angezockt. Ich gucke mir nochmal die anderen Sachen so ein bisschen an. Wir haben hier, haben wir nochmal ein paar Infos. Okay, das ist nochmal das in Kurzübersicht. Ich kann es hier nochmal schneller machen, okay. Auch verstanden. Okay, genau, bis zu dreimal. Alles klar. Jetzt fliegt gerade ein Heli vorbei. Ich glaube, der holt mich gleich ab. Warum fliegt er jetzt am Ende der Folge vorbei, bitteschön? So. Ja, also, wer das Spiel noch nicht hat oder hat, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das Spiel findet. Und, wie ihr denkt, also, ich finde Kampagnenspiel halt besser. Und würde wahrscheinlich dann auch erst mit einem Let's Play starten. Ja. Ansonsten schreibt mir gerne Vorschläge rein. Was auch immer ihr wünscht. Ich würde mich freuen. Bis bald. Euer LPGunji. Und tschüss. Schönen Tag noch. Alter, was hat der denn für einen Hut da? Wer ist er denn? Robert Martinez. Money spent. I want to go on top. Spritze gekauft. Okay. Wer ist er denn, ey? Absurd großer Cowboy-Hut. Ja, der ist wirklich absurd groß. Okay. Jetzt aber nochmal. Bis bald. Euer LPGunji. Tschüss.